Beim Doktor. Bei dieser toskanischen Hitze gibt es doch nichts Schöneres als die Nacht. Die Fenster sperrwageln wieder auf, ein Lüftchen über die nackige Haut streicheln zu lassen. Und gewiss nichts Dümmeres dabei, als zum Morgen aufwachen mit einer Krotte im Hals und Schädelweh und wissen, die Sommergrippe hätte ich gepackt. Also hocke ich halt früh, schon vor der 8. beim Doktor im Warteräumli und lese in dem Buch, das wir mitgenommen haben, Mutterseelen allein. Da gehen Türen auf und zwei ältere Damen kommen rein. Zwei gewichtige. Ich kenne sie vom See. Ich grüße zurück, lese wieder. Oder probiere es wenigstens. Aber natürlich unterhalten sie sich und natürlich auch nicht ganz leise. An einem Vorbeihören ist nicht drin. Und je, nein, was Frauen für Krankheiten können haben. Zuerst geht es um den Kiechen auf den Bronchen, wo die eine hat. Und ich stelle mir gerade vor, wie sie kodert. Es schüttelt mich innenwendig und ich kriege Hühnerhaut. Die andere blockt das Rheumatis und es friert sie an die Kuttle noch bei der grössten Hitze. Das ist aber nur der Anfang. Und sie scheinen mich gar nicht zu sehen. Ich bin durchsichtig, inexistent, einfach nicht da. Es gibt kaum eine Stelle am Leib, die nicht aufgezählt wird mit ihren Brüsten. Und schon schiebt die eine den Rock auf, bis weiss wohin, rollt den halbrigen Seidenstrumpf ab, geht unter Bärzen und Kiebe ihr total vernarbtes Knie zeigen. Ich lehne es über einen Buchdeckel drüber in eine Kraterlandschaft. Der Mond ist ein Kabiskopf dagegen. Und dann noch die ganze kaputte Innereien von der Bauchspeicheldrüse über die abgesunkene Gebärmutter, die doch schon lange rausgehört in das Geschlamp. Ich schäme mich gerade, als ich nur ein bisschen Fieber habe. Und überlege mir gerade mindestens einen Hexenschuss, falls sie mich fragen täten. Aber eben, ich bin ja nicht da. Und gerade will ich raus in den Gang. Da lüpft die Eint bei Gosts Vögeln, so nur so halber, und lässt einen fahren. Und was für ein. Und er stöhnt dabei, oh, jetzt geht's mir besser. Und mir auch, weil mir die Sprechstunde Hilfe holt. Aber ich weiß gar nicht mehr, was mir eigentlich fehlt.